freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich möchte erstmal ganz herzliche Grüße von unserem ganzen Team hier in der Bewegungsfreiheit zu euch nach Hause schicken. Und wir hoffen, ihr bleibt weiterhin alle gesund und wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Heute möchte ich mit euch eine kleine Pilates-Einheit machen. Dazu brauchen wir keine Schuhe. Wichtig ist, dass ihr auf eure Bauchspannung achtet, dass ihr den Beckenboden anspannt und dass ihr auf eure Atmung achtet. Zum Aufwärmen könnt ihr entweder das Video wieder nehmen von der Rückenfitstunde oder das von der Lisa. Ansonsten mache ich es auch ganz gerne so, dass ich vorab einfach alle Gelenke durchbewege, Schultern, Hüfte, Knie, Fußgelenke und starte dann mit den Übungen. Alles klar, viel Spaß! So, wir spannen den Bauch an, also der Bauchnabel geht nach innen, oben und wir haben die Spannung bis unter den Rückenbogen. Dazu spannen wir unseren Beckenboden an und schieben unsere Schultern tief. Das rechte Bein geht über das linke, der rechte Arm geht nach oben. Wir atmen ein und beim Ausatmen schieben wir uns rüber zur linken Seite. Hier kommt es darauf an, dass wir hier schön die rechte Seite öffnen. Versucht die Schultern tief zu halten, den Bauchnabel schön fest in den oben und den Beckenboden angespannt. Wir atmen ein beim Aufrichten, atmen aus beim Rüberschieben. Zweimal noch. Spannung im Bauch kurz lösen, lasst das Bein überschlagen, dann gehen beide Arme nach oben, versucht die Schultern wieder bewusst tief zu ziehen, den Bauchnabel wieder fest nach innen oben und den Beckenboden anspannen. Wir atmen ein und beim Ausatmen kommen wir mit geradem Rücken und gestreckten Beinen nach vorne. Aufrichten, einatmen. Ausatmen, tief. Schultern immer wieder bewusst tief ziehen. Den Bauchnabel fest in den Boden halten. Bestimmt ihr die Wiederholungszahl selbst. Zweimal noch. Und locker. Wir wechseln die Seiten. Das linke über das rechte, linker Arm geht nach oben, Schultern tief, Bauchnabel fest nach innen oben, Beckenboden ist angespannt. Wir atmen ein und im Ausatmen schieben wir uns. Haltet den Bauchnabel schön fest innen oben. Spannt ihn vielleicht noch ein bisschen fester an, wenn ihr euch rüberschiebt. Zieht die Schultern immer wieder bewusst tief und den Beckenboden angespannt. Zweimal noch. Spannung kurz lösen. Wir strecken wieder beide Arme lang nach oben, ziehen die Schultern wieder bewusst tief. Bauch, Beckenboden ist angespannt, atmet ein.
ein und beim Ausatmen kommen wir wieder mit gestreckten Beinen nach vorne. Kommt wirklich nur so tief, dass die Beine auch gestreckt bleiben. Bauchnabel immer wieder fest nach innen oben spannen. Zweimal noch. Und locker. So, wir öffnen die Beine. Und zwar so weit, dass ihr auf die Fußspitzen kommen könnt und auch während der Übung die ganze Zeit auf den Fußspitzen bleiben könnt. Bauchnabel wieder fest nach innen oben anspannen, Beckenboden ist fest, Schultern tief. Einatmen und beim Ausatmen schieben wir uns tief und die Arme gehen seitlich nach oben. Einatmen, aufrichten, ausatmen. Schultern tief, Bauch fest innen oben, den Beckenboden angespannt. Auch hier bestimmt ihr, wie viel Wiederholungen ihr machen wollt. In der Regel wären so 15 eine gute Zahl. Zwei mehr. Sehr schön. Und locker. Kriech die Beine jetzt noch ein bisschen weiter. Spannt wieder alles fest an. Die Arme gehen wieder zur Seite, die Schultern wieder bewusst tief ziehen. Einatmen und beim Ausatmen gehen wir jeweils zur gegenüberliegenden Fußspitze und öffnen mit dem Arm weit nach hinten. Einatmen, aufrichten, ausatmen Richtung Fußspitze, oberer Arm öffnet, weit nach hinten. Auch hier nur so tief kommen, dass die Beine gestreckt bleiben. Einatmen, aufrichten, ausatmen. Den Bauch immer wieder fest anspannen. Aus der Hüfte heraus.
Anspannung im Bauch halten. Fußspitze schön lang gestreckt halten. Zweimal noch. Spannung kurz lösen und dann geht der Bauchnabel wieder nach innen. Beckenboden ist angespannt, rechtes Bein gestreckt, Fußspitze lang. Und eine liegende Arme. Spannung ist fest. Schultern immer wieder versuchen, auch hier tief zu ziehen. Zweimal noch. Und locker. Wir legen uns auf den Rücken. Bauchnabel geht fest nach innen oben. Ne? Kontrolliert ruhig mal selber Spannung bis unter den Rückenbogen. Arme gehen lang nach hinten. Beckenboden ist angespannt. Versucht die Schultern bewusst tief zu ziehen, auch wenn eure Arme oben liegen. Wir atmen ein. Und beim Ausatmen kann man mit dem Oberkörper nach oben und strecken im Wechsel dazu ein Bein und die Arme nehmen wir mit nach vorne. Einatmen, lang nach hinten, ausatmen. Nasenspitze liegt zur Decke gerichtet. Den Bauchnabel nochmal ein Stückchen fest. Wenn ihr nach oben kommt. Schultern tief. Auf jeder Seite noch einmal. Die Arme gehen rechts und links vom Körper weg. Handinnenflächen schauen nach unten. Versucht wieder die Schultern tief zu ziehen. Bauch ist fest. Beckenboden angespannt. Beide Beine anwinkeln. Wir atmen ein. Beim Ausatmen pendeln wir zur Seite. Strecken dabei die Beine lang. Einatmen, wieder zur Mitte, ausatmen, Seitenwechsel. Schultern bewusst tief halten, den Bauchnabel fest innen oben halten. Fußspitzen immer schön lang gestreckt. Auf jeder Seite noch einmal. Und locker. Wir drehen uns noch einmal auf den Bauch.
Lehnen die Stirn auf, Bauchnabel in der Position, wieder nur Richtung Wirbelsäule. Den Beckenboden anspannen, die Schultern wieder tief ziehen. Beide Beine gestreckt nach oben. Atmung fließt hier auch wieder normal. Und wir machen kleine, schnelle Parallelen. Den Bauch fest innen halten. Fußspitzen gestreckt. Kleine, schnelle Parallelen. Und locker. Arme und Beine in die Grätsche bringen. Den Bauch nochmal anspannen nach innen. Beckenboden ist fest, Schulter bewusst tief. Kopf in Verlängerung der Halswirbelsäule. Wir atmen ein und beim Ausatmen streckt im Wechsel. Rechter Arm mit linken Bein und linker Arm mit rechten Bein. Und zwar schieben wir uns schön lang aus den Gelenken raus und dann nach oben. Spannung fest im Bauch. Beckenboden an. Jeder Seite noch einmal. Und locker. Drückt euch nach oben. Kurz nach hinten auf die Fersen absetzen. So, das war's von mir. Bleibt alle gesund. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!